Ja, hallo zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Nabrima Tipps, Tests, Erfahrungen. Ich melde mich hier heute aus meinem Wohnwagen. Wenn ihr auch öfter mal auf Campingplätzen unterwegs seid, dann kennt ihr bestimmt das Problem. Ihr habt irgendwo einen WLAN-Zugang, den müsst ihr euch teilen auf mehreren Geräten. Es funktioniert nicht vernünftig im Wohnwagen, weil es abgeschirmt ist. Man verliert irgendwann dann so die Muße und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Wie ich das gelöst habe, zeige ich euch nach dem Intro. Ja, hi. So, also, wir haben das Problem, wir stehen auf dem Campingplatz. Wir haben eine Versorgung über WLAN. Oft ist es halt so, dass nur ein Endgerät sich anmelden kann, um online zu gehen. Dann muss oft der eine wieder ausschalten, der andere sich einloggen, damit er das Ganze nutzen kann. Die Versorgung ist oft so schlecht, dass man im Wohnwagen überhaupt gar keinen Empfang hat. Und da dachte ich mir, da muss es auch eine andere Lösung für geben. Und da ich auch das Freifunkprojekt hier in der Westpfalz mit mehreren Zugangspunkten unterstütze, dachte ich mir, naja gut, diese Außeneinheit, die ich mehrfach eingesetzt habe von TP-Link, die CPE 210, die sollte doch eigentlich dann eine gute Lösung dafür darstellen. Und genauso habe ich es auch jetzt gelöst. Und zwar habe ich so eine CPE 210, das ist also eine Außeneinheit, eine Antenne mit Richtwirkung, mit Gewinn. Und die arbeitet im 2,4 GHz Bereich. Es gibt das Ganze auch noch für den 5 GHz Bereich. Nur ist es so, dass aktuell die meisten Campingplätze, zumindest ist das meine Erfahrung, lediglich im 2,4 GHz Bereich funken. Und deswegen habe ich mich für die 210er entschieden. Diese Außeneinheit habe ich bei mir draußen an einem Mast, wo auch die Antennenanlage für Amateurfunk und auch für die Satellitenabdeckung fürs Fernsehen dranhängt. Da habe ich diese Außeneinheit montiert. Die wird auf den bestmöglichen Empfang ausgerichtet. Manchmal ist es sogar so, dass man irgendwo sogar einen Freifunkknoten findet auf dem Campingplatz. Mit dieser CPE-Außeneinheit habe ich eine Reichweite von mehreren hundert Metern, teilweise auch einen Kilometer. Das geht also durchaus sehr, sehr gut. Ja, und dann geht es mit dem Kabel bei mir hier unter das Bett im Wohnwagen und da geht nochmal dann von dieser PoE-Einheit, die also diese Außeneinheit mit Strom versorgt, geht nochmal ein Kabel rüber auf einen Access Point. Da habe ich so einen ganz billigen, ich weiß nicht, Edimax heißt glaube ich dieses Fabrikat, einen ganz billigen Access Point genommen und habe den unters Bett geschraubt. Und der stellt mir dann jetzt hier in WLAN zur Verfügung. Das geht also auch sehr, sehr gut. Bestimmt im Umkreis von 20, 30 Meter ohne die kleinsten Probleme mit vollem Empfang. Und das ist alles so konfiguriert, dass dieser Access Point zugreift auf diese Außeneinheit. Und diese Außeneinheit, die sorgt halt dafür, dass ich eine Verbindung habe zu einem Zugangspunkt, zu einem WLAN-Zugangspunkt. Und ich kann mein eigenes WLAN hier drinnen benutzen mit so vielen Geräten, wie ich möchte. Und ich muss mich nur einmal anmelden, nämlich mit meiner Außeneinheit. Wie das Ganze konfiguriert wird, zeige ich euch gleich. So, kleine Besonderheit zum Anfang. Ich habe diese Vorführung des Videos jetzt hier für euch vorbereitet. Allerdings ist meine Außeneinheit, meine CPE 210, schon konfiguriert. Im Standard hat die Außeneinheit eine IP-Adresse, die nennt sich 192.168.0.254. Darunter findet ihr normalerweise im Auslieferzustand eure CPE 210. Bei mir ist das alles schon etwas abgeändert, und zwar damit es zu meinem restlichen Netzwerk passt,
hat meine Außeneinheit die IP-Adresse 192.168.1.252. Das ist meine CPE 210. Ihr kriegt dann als erstes hier schon mal die Meldung nicht sicher. Diese Meldung müsst ihr ignorieren. Und hier ist auch eine kleine Besonderheit. Im Normalfall ist an dieser Stelle jetzt ein Standardpasswort und ein Standard-Username drin, und zwar jeweils Admin, ADMIN, kleingeschrieben. Beim ersten Einloggen werdet ihr aufgefordert, neues Passwort zu vergeben und auch den Benutzernamen zu ändern. Auch das ist bei mir schon passiert, deswegen ist das an der Stelle schon eine andere Maske wie im Auslieferzustand. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ich melde mich jetzt hier schon mal an. Solltet ihr, beziehungsweise wir machen mal zuerst noch was anderes, solltet ihr im Auslieferzustand sein und euer Notebook oder euer Rechner, mit dem ihr arbeitet, keinen Zugang zu diesem Gerät finden, ist es wahrscheinlich so, dass eure IP-Einstellung des Netzwerkadapters verkehrt ist. Dazu könnt ihr das folgendermaßen ändern. Ihr geht hier auf den Start-Button in Windows 10 und sagt dann hier Einstellungen. Und dann gibt es hier den Reiter Netzwerk und Internet. Und in diesem Reiter gibt es dann hier die Adapteroptionen, die man ändern kann. Normalerweise im Auslieferzustand, denke ich, werdet ihr mit einem Netzwerkkabel rangehen, also braucht ihr euren Ethernet-Adapter. Und dann macht man einen Rechtsklick da drauf, geht auf die Eigenschaften und geht dann hier auf TCP IPv4, geht hier wieder auf die Eigenschaften. Und hier sitzt normalerweise bei dem Standard-User, würde ich sagen, der Haken auf IP-Adresse automatisch beziehen. Das ist auch, wenn es nachher wieder konfiguriert ist, kein Fehler. Das ist in Ordnung so. Um aber auf die Standardeinstellungen des Gerätes zu kommen, müsstet ihr hier an dieser Stelle euch eine Adresse vergeben, die zu dem Netzwerksegment des CPE, Quatsch, das war jetzt Käse, sagen wir mal die 10, des CPE passt. Und zwar ist es an der Stelle wichtig, dass ihr halt hier eine Adresse eingebt, 192, 168, 0 und dann halt hier irgendwas, ich sag mal die 10. Das ist durchaus okay. Und wenn ihr das dann bestätigt, dann wird die IP-Adresse für euren Netzwerkadapter geändert auf genau diese Adresse. Ich habe das natürlich jetzt im Moment, wenn ich das jetzt durchführe, dann kriege ich keine Verbindung mehr zu meiner CPE, weil die schon konfiguriert ist. Also ihr würdet hier jetzt mit OK bestätigen und dann würdet ihr auch auf diese CPE 210 zugreifen können über Netzwerk. So, wir sind jetzt hier in der Anmeldemaske. Ich melde mich hier mal mit meinem Benutzernamen und Kennwort an. Gehe auf Login. Und ich komme jetzt im Gegensatz zu euch, wenn ihr das zum ersten Mal einrichtet, direkt schon auf die Statusseite. Wir gehen aber jetzt hier erstmal auf diese Seite Quick Setup, weil das ist genau das, was ihr machen müsst, wenn ihr euren CPE im Auslieferzustand zum ersten Mal anschaltet. Und dann müsst ihr hier das Ganze konfigurieren. Und zwar wählen wir hier unten Access Point Client Router aus. Das ist dieser sogenannte WISP Client. Der ermöglicht also diese CPE 210 ein Internetsignal über WLAN aufzunehmen und das weiterzugeben an die Geräte, die dann am CPE angeschlossen sind. Also ihr wählt hier aus Client Router, WISP Client. So, dann gehen wir hier hin auf den Next Button und hier auf der nächsten Seite wählt ihr Dynamik aus. Das ist also die IP-Adresse, die ihr quasi von dem Internetanbieter bekommt, wo ihr ja
eure Verbindung dann drüber herstellt, das sollte hier natürlich dynamisch sein. Also hier an der Stelle im zweiten Schritt geben wir einmal an Dynamic IP, gehen wieder auf den Reiter Next. Und jetzt geht es darum, ich bin jetzt hier aktuell verbunden mit dem Freifunknetzwerk. Das ist bei mir hier auf dem Grundstück, das ist kein Problem. Da haben wir also beste Empfangsmöglichkeiten. Wenn ihr jetzt ein WLAN sucht, in das ihr euch einloggen wollt, dann geht ihr hier auf Survey. Dann sucht ihr alle empfangbaren WLAN ab. Wir haben jetzt hier ein paar, zeigt auch hier hinten an, sind die verschlüsselt, sind sie nicht verschlüsselt. Und ihr sucht euch dann einfach hier mit dem Haken vorne dran eins aus und wählt dann dieses aus. Wenn ihr mehrere, wie jetzt hier zum Beispiel Westpfalz Freifunknet, taucht hier mehrfach auf und dann sucht ihr euch natürlich das aus, was die besten Eigenschaften hat. Ne? So wie in dem Fall hier haben wir ein SNR, das ist also ein Signalrauschabstand von 25 dB. Das ist schon eine ganze, ganze Menge. Und das nehmen wir dann jetzt hier mal und sagen hier Connect. So, er ist jetzt connected. Hättet ihr jetzt eins ausgesucht mit einem Passwort drinne, dann wäre hier unten nochmal ein Fenster aufgegangen und da hättet ihr dann die Verschlüsselung ausgewählt und hättet dann das Passwort eingegeben dafür. Wir gehen an der Stelle dann wieder weiter. Jetzt geht es darum, eure eigene WLAN-Konfiguration vorzunehmen für eure Außeneinheit. In dem Fall nennt sich mein Außengerät, der CPE, der nennt sich VQ-Link. Wireless Radio Enable ist ganz wichtig, das müsstet ihr auch anmachen. Wenn das aus sein sollte, müsst ihr das aktivieren, sonst funktioniert nachher nichts. So, und hier suchen wir uns dann eine Verschlüsselungsmethode raus, geben hier ein Passwort ein. So, dann gehen wir wieder auf Weiter. Das ist jetzt also das, was ihr hier seht. Unter dieser ID findet ihr quasi das WLAN von eurer Außeneinheit. Hier die Verschlüsselung aktiviert und hier ist Passwort dafür eingegeben. Dann gehen wir auf den nächsten Schritt. Dann sind wir schon beim letzten. Und da seht ihr nochmal einen Überblick über die Konfiguration. Das ist also als WISP-Client eingestellt. Eure IP nach außen hin ist dynamisch. Ihr habt jetzt hier eine Verbindung vorgesehen über das Westpfalz-Freifunknetz. Und da sind dann noch so ein paar entsprechende Daten dazu. Wo funkt das? Wie ist die Bandbreite? Etc. Dann haben wir hier nochmal die Übersicht über euer eigenes WLAN, was ihr produziert mit diesem CPE 210. Und wenn wir das alles gemacht haben, klicken wir hier auf Finish. Und dann war es das auch erstmal. Theoretisch sollte das alles schon funktionieren. Jetzt dauert es einen kleinen Moment. Zack. Und schon sind wir hier wieder im Status drin. Wir haben also hier den Statusüberblick von unserem CPE 210. Wir sehen hier die Auslastung der CPU und des Speichers. Das ist aber eigentlich alles irrelevant. Hier haben wir nochmal die Übersicht über unser eigenes, über quasi den Access Point, den die Außeneinheit liefert. Da ist nochmal die Übersicht drin. Dann haben wir hier die Geschichte, das ist die Zusammenfassung der Netzwerkkonfiguration. Und da kommen wir jetzt nochmal drauf, weil das wollte ich euch auch zeigen, wie das funktioniert. Das Quick Setup haben wir erstmal erledigt. Das würde soweit schon funktionieren. So, und jetzt müssen wir mal noch unser Netzwerk konfigurieren. So, hier haben wir also den WAN-Bereich. Wie gesagt, da lassen wir die Finger weg. Das ist auf dynamisch gestellt. Das ist das, was nach außen geht. Da kriegen wir von außen eine IP-Adresse zugewiesen. So, und hier konfigurieren wir jetzt die Netzwerkschnittstelle unseres Gerätes, unseres CPE 210. Und da sollte man natürlich hingehen und sollte sich das tunlichst aufschreiben, weil diese Adresse, die hier drinnen steht, ist also genau die,
über den ich dann nachher im Browser die Oberfläche erreichen kann, um irgendwas nochmal zu konfigurieren. Beziehungsweise ich muss ja auf jedem Campingplatz, den ich anfahre, ein neues WLAN auswählen und das geht über dieses Webinterface. Also gebt ihr hier eure Adresse ein. In meinem Fall, ich habe hier bei mir im Haus alles die 192.168.1 als Maske und so habe ich das auch im ganz normalen, also den IP-Bereich benutze ich dann auch hier im Wohnwagen und habe jetzt meiner Außeneinheit die Nummer 252 gegeben in diesem Segment. Bin da von der 254 weg, weil ich in meinem Netzwerk schon ein Gerät mit der 254 betreibe und damit es da keine Kollisionen gibt, habe ich das auf 252 eingestellt. Dann haben wir hier den DHCP-Server, der sollte auch aktiviert sein, damit dieses Gerät quasi den Clients, die sich anmelden, eine IP-Adresse zuweist. Allerdings müsstet ihr hier aufpassen, ich habe da ein Problem gehabt mit meinem, ich habe euch ja erzählt, ich habe ja an meiner Außeneinheit über LAN-Kabel, über Netzwerkkabel angeschlossen nochmal den Access Point und da war auch DHCP aktiviert. Also holt's dort raus, holt dort die Aktivierung vom DHCP-Server raus, das gibt dann Probleme, wenn der euch was zuweisen will und die Außeneinheit auch und dann steht ihr da IP-technisch eventuell im Wald. Also hier in der Außeneinheit CPE 210 DHCP Server enabled. Dann könnt ihr hier einen Bereich angeben, welche IP-Adressen der vergeben soll. Ich habe das jetzt hier mal eingestellt von 100 bis 250. Das können wir ja mal kurz abchecken. Und zwar gebt ihr hier mal CMD ein, die Eingabeaufforderung. Die starten wir mal schnell. Dann gibt es hier den Befehl ipconfig. Und jetzt gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Wir haben also hier die 100 haben wir bekommen. Und als Gateway ist die 252 eingetragen. Das ist also genau unsere Außeneinheit, ist das Gateway zum Internet. Das sind also diese Einstellungen, die hier drinne stehen. Die hat er da benutzt, um eurem Note, also um meinem Notebook eine Adresse zuzuweisen und ihm zu sagen, über welche Route er denn ins Internet gelangt. So, das ist schon mal wichtig, dass ihr das richtig konfiguriert. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir wieder auf Apply. Und dann haben wir noch eine Sache drin. Das ist unser Wireless. Und zwar würdet ihr jedes Mal, wenn ihr auf einem Campingplatz auftaucht und ihr sucht euch ein WLAN aus, über das ihr eure Verbindung herstellt, dann ist es immer wichtig, dass ihr hier in diese Settings reingeht. Weil, wenn ihr jetzt auf Survey wieder klickt, dann würde der euch wieder alles anzeigen, was an aktuellen WLAN zur Verfügung steht. Ihr nehmt hier also das WLAN, was auf eurem Campingplatz zur Verfügung gestellt wird und meldet euch dann dort mit den euch ausgehändigten Zugangsdaten ein, loggt euch da ein, meldet euch an und dann haben wir die Verbindung zum Campingplatz hergestellt und können darüber dann ins Internet. So, hier unten, das ist alles nicht ganz so wichtig. Genau. Wenn ihr alles fertig konfiguriert habt und euer System funktioniert, dann geht bitte hin, man weiß ja nie, dann geht bitte hin und macht hier ein Backup. Geht hin und macht ein Backup von eurer Konfiguration. Ich habe sie jetzt hier schon zweimal gespeichert, deswegen er würde jetzt hier wieder einen Namenvorschlag machen. Speichert euch die lokal ab, damit ihr im Fall der Fälle eure Konfiguration nochmal zurückschießen könnt. Ja, das war's erstmal zu dieser CPE 210, die Außeneinheit von TP-Link. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt auch auf das Glöckchen klicken, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ich das nächste Video hochlade. Mich würde es freuen und
Wünsche euch also viel Erfolg, viel Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Mario.